Moin, moin, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play NHL 15. Ne, Quatsch, nicht Ultimate Team. NHL 15 im Saisonmodus hier bei Because Gaming's Fun. So ist richtig. Heute ist Dienstag, der 10. Februar, und ja, die Hamburg Freezers empfangen heute die Kölner Haie. Ich bin natürlich wieder vor Ort in der Arena. Der 44. Spieltag steht an, ist ein Nachholspiel. Weil eigentlich war am 1.2. gegen Mannheim schon der 45. Spieltag und am Freitag, den 13.2. gegen Düsseldorf, steht der 46. Spieltag an. Verwirrend. Äußerst verwirrend, sag ich mal. Aber wir sehen, wir bewegen uns um Spieltag 45 rum. Es geht auf die Zielgerade, Leute. Es sind nur noch 6, 7 Spiele, dann ist die Hauptrunde vorbei. Dann geht's in die Playoffs. Wir schauen mal ganz kurz rein in die Tabelle, wie wir denn dastehen. Ob wir schon einen sicheren Playoff-Platz haben oder ob da noch Sachen machbar sind. Siehst du, wir haben 44 Spiele, der Rest hat 45. Köln Zweiter, also Zweiter gegen Vierten, absolutes Topspiel jetzt gleich. Bleibt auf jeden Fall dran. Und mal sehen, wir haben auf den 10. Tabellenplatz haben wir 14 Punkte Vorsprung. Bei 7 Spielen sind 21 Punkte drin. Heißt, wir haben noch keinen Platz sicher in den Playoffs. Das wären nochmal richtig spannende Spiele jetzt. Vor allem, da Köln ein Top-Gegner ist. Das wird schwierig, sich zu behaupten. Aber wir geben natürlich unser Bestes. Oh, was ist denn da bei den Torwirten los bei Köln? Haben die einen verletzten Goalie? Das würde mir natürlich sehr entgegenkommen. Nicht, dass ich es jemandem wünschen würde, aber wie gesagt, es wird mir sehr entgegenkommen. Ach ja, zuletzt hatte ich ja ein bisschen mehr Hockey Ultimate Team gespielt, werdet ihr auch sehen, da ja doch einiges jetzt auf dem Kanal kommt zum Ultimate Team Modus, wobei ich da auch bald mal wieder nachproduzieren muss. Tatsache, Köln spielt mit Big, wer auch immer Big ist. Wir spielen mit unserem Caron im Tor. Hoffen wir mal, dass der heute einen guten Tag hat. So, das überspringen wir direkt. War schon ein langes Vorgeplänkel jetzt hier. Festerlinger Bulli, der ist ja leider noch verletzt bis März ungefähr. Mit einer gebrochenen Hand. Verliert das Bulli erstmal. Hier gegen, weiß ich gerade gar nicht wen. Minard oder sowas vermutlich. Uiuiui. So, ich habe ja schon eine ganze Weile kein Eishockey, kein NHL mehr gespielt, muss ich gestehen. Einfach weil halt jetzt eine etwas längere Pause anstand in der Liga. Weil es einfach so viel anderes zu spielen gibt, wa? Was? Oh, scheiße, das war ein ganz schlechter Pass. Das war kein Icing jetzt. Oh, das war die Latte! Fairer Check von Brad Festerling. Der zu Flake, der rein ins Angriffsdrittel. Rüber auf Garrett Festerling! Scheitert an Big. Da haben wir Oppenheimer. Und der zieht eine Strafe. Auf jeden Fall. Nie im Leben war das eine Strafe. Aber gut. In Köln auf Rang 8 der Powerplay-Statistik. Heißt, wir müssen ein bisschen aufpassen. Aber erstmal gehen wir mit Clark rein. Auf Jakobsen Tor! Was denn da los? 1:0 in Unterzahl. Nach einem ganz frechen Pass von Kevin Clark auf Julian Jakobsen. Der mit seinem 5. Saisontor. Das müssen wir uns nochmal angucken. Da hat sich der Verteidiger aber mal ganz stark verschätzt. Zack, und dann durch die Hosenträger von Big. Damit führen wir schon 1:0. In Unterzahl, Shorthander von Julian Jakobsen. Geil. So, das ist nicht der sicherste Goalie. Da können wir mal ein bisschen mehr probieren. Seht ihr? Der hält nicht so sonderlich viel. Oh, scheiße. Jetzt habe ich mich aber schön gespielt, also schön gestört von Phil Dupuis.
So, wir probieren jetzt einfach mal so ein bisschen, so lange wir in unter Zahl sind. Siehst du, der Big hält fast nichts fest. Das ist ein großes Plus für uns. Cologne's back to play in their own end as the clock ticks down on the power play. Got some air, got some ice right on his stick. Ah, Jakobsen verzieht. Nächster Versuch, verzieht nochmal. Meine Güte, was ist denn da los, Jakobsen? So, Oppenheimer ist wieder da. Erstmal schöner Check gegen Salu, wer auch immer Salu ist. So, Phil Dupuis holt sich einen Puck. Schießt, bleibt aber hängen. Von daher, nächster Versuch. Dupuis übers Tor rüber. Kevin Clark. Da war dann keine Anspielstation. Also keine vernünftige. Darum jetzt Jerome Flake rein. Schießt einfach mal. Bleibt hängen. Ach, und das ist die nächste Strafe. Willst du mich verarschen? Die fallen aber auch ein bisschen sehr leicht jetzt gerade, die Kölner. Also nächste Unterzahl. Köln hatte eben gerade nicht einen Schuss in Powerplay. Gehen wir ruhig mal ein bisschen defensiv jetzt gerade. Big lässt den Puck einfach liegen. So, Caron zu Rohr, der zu Pettinger. Und der haut ihn einfach mal wieder nach vorne. Da kommt Big an. Ah, schade. Keine Spielverzögerung von ihm da. Oh. Der Pass kommt nicht an zu Johnson. Huiuiui! Oh, Gott sei Dank stand da noch mein Verteidiger. Das wäre sonst richtig eng geworden. Oh, böser Check von Matt Pettinger da. Oh, Scheiße. Ja, der war aber draußen. Sehr gut. Da habe ich ein bisschen zulässig gerade gespielt. Aber gut, Unterzahl auch überstanden. Hey, hallo. Danke. Unterzahl überstanden. Brad Festerling auf Kevin Clark. Der haut einfach mal drauf, aber den hat Big sicher. Kann ja doch was festhalten, der Junge. So, Marty Sorgiopoli. Gewinnt das. Auf Matzen, der auf Roa und gefährlicher Schuss. Muss man ja mal so sagen. Ah, Sertic fangt auf den Pass ab. Abseits der Kölner. 2 Minuten noch im ersten Drittel. Die Freezers führen noch 1:0. Köln erst mit einem Torschuss, aber der dafür auch richtig gefährlich an die Latte, wenn ich mich jetzt nicht irre. Beziehungsweise, wenn ich mich nicht falsch erinnere. So sollte es besser heißen. Shit. Ja, sehr schöner eröffnender Pass von Jerome Flake. Oh, fuck, ist das Drittel ja gleich vorbei. Einfach mal Pettinger aus der Drehung. Oh, und das ist das erste Drittel rum. 1:0 für die Hamburg Freezers in Unterzahl durch Julian Jakobsen nach einem Superpass von Kevin Clark. Ja, schauen wir uns noch einmal das Tordiagramm an. 9:2 Schüsse. Ja, so kann das weitergehen, sag ich mal. Mal sehen. Festerling am Bulli entscheidet das für sich. Der auf Flake. Der zieht vors Tor. Bleibt hängen an der Verteidigung. Dann, oh, oh, oh. Oh, an den Pfosten von Flake. Wenn ich mich jetzt nicht irre, ich glaube, das war der Pfosten. Oder es war Bigs Schoner. Aber Powerplay für uns jetzt. Wir sind sogar vor den Kölnern. Oh, Scheiße. Ja, so war das nicht geplant. So, Oppenheimer. Rein ins Angriffsdrittel. Was war das denn?
Da haben sie sich gegenseitig behindert. So, dann nochmal Oppenheimer. Oh, knapp am Kasten von Big vorbei. Und wieder raus das Ding. Immer noch Oppenheimer auf dem Eis. Caron, Alter. Und immer noch Oppenheimer. Oh, Big schiebt ihn sich beinahe ins eigene Tor rein. Oh, wo ist meine... Oh, nee! Da spielt Caron den Puck über die Scheibe. Spielverzögerung. 2 Minuten für Köln. Also, 2 Minuten Powerplay für Köln. So rum. Das ist vielleicht besser verständlich. Klar, von ganz weit hinten. Trotzdem noch gefährlich gegen Big. Und da ist der Ausgleich. Yay. Richtig schön dumm von mir gespielt. Chris Minard mit dem 1:1 Ausgleichtreffer im Powerplay. Mitchell kriegt da den Ab, nicht den Abpraller. Nach dem Schuss von Matzen. So, die Kölner stehen nicht richtig. Das nutzt der Matzen doch einfach mal aus. Beinahe. Geht da mit Tempo ins Angriffsdrittel rein. Bleibt aber noch an Big hängen. Da kam der Puck irgendwie zu Flake, der haut einfach mal drauf, aber auch da ist Big noch dran. Kölns Topscorer hatte um die 40 Punkte, hatte ich gerade gesehen. Wäre mal schön, wenn wir da auch irgendwo so einen Spieler hätten. Abseits, Iguldan. Aber davon sind wir noch recht weit entfernt, leider. Ah, klar, kommt da nicht ran. Nein! Oh, Dupuis, den musst du doch bekommen. Und da bekommt Minard den Abpraller. 2:1 Köln. Die sind ja mal eiskalt hier. Boah, Alter, kriegt man ja schon wieder das Kotzen jetzt hier. Boah, scheiße. Genauso wollte ich den Pass spielen, ey. Not. Aber egal, Brad Festerling ist da bereit. Boah, da bekommt Garrett aber einen ordentlichen Hit ab. Oh, Flake. So, Schubert. Vertändelt erstmal den Puck. Aber nicht weiter schlimm. Mann, das ärgert mich jetzt schon wieder, dass ich hier überhaupt in den Rückstand gerate. Ich hatte das Spiel beherrscht. Da ist das Ding drin! Das Ding ist drin! Was war das denn für ein Duseltor? Thomas Oppenheimer, 9. Saisontor, Vorlage von Yuri Westcott und Phil Dupuis. Der Schuss bricht beim Schuss von Yuri Westcott. Da steht dann Oppenheimer mit der Rückhand. Und da ist Big schon auf dem Weg in die andere Ecke. Kann nur noch mit dem Schoner anknacken. Und dann fliegt er trotzdem ins Tor rein.
Thomas Oppenheimer holt hier den Ausgleich für die Army Freezers. Nice one. So, jetzt aber nicht nachlassen hier, denn wir haben nur den Ausgleich. Phil Dupuy. Ja, genau. Ich kicke mich noch ein bisschen mehr von hinten. Abseits der Kölner. Noch 3,8 Sekunden. Ah, da bleibt Schuberts Schuss an der Verteidigung hängen. Ich glaube zwar nicht, dass er gefährlich geworden wäre, wenn er durchgekommen wäre, aber machst du nichts. Gehen wir ins letzte Drittel mit einem Stand von 2:2. Mal sehen. Das wären natürlich ziemliche Big Points, wenn wir heute gewinnen könnten gegen die Kölner. Ja, dafür sollte Flake den Puck aber nicht einfach liegen lassen. Schade, das stört da gut. Oh, schöner Check von Matt Pettinger. Auch schön nach hinten gearbeitet von Brett Festerling. Jetzt geht Stromflake rein ins Angriffsdrittel. Ah. Schade. Komm, wir stellen mal auf aggressiv um. Ich möchte das Ding nämlich gerne gewinnen. Yep. Abseits von Trip. Das kommt mir sehr gelegen. Ah, Sertic, jetzt gewinnen wir nochmal einen Bulli hier. Oh, da kommt so ein Pass noch durch. Nein, ach, komm. Sertic! Scheitert an Big. Das Ding muss doch fast drin sein. Oh, ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Phil Dupuy am Bulli. Aber da können sich die Kölner erstmal wieder befreien. Oh, nein, nein, wechsel doch zum richtigen. Oh, scheiße. Ah, nein. Jetzt bringe ich mich hier noch in die Bredouille, weil ich mir hier dumme Fehler erlaube. So, Brett Festerling haut den Puck einfach erstmal weg. So, Christoph Schubert spielt so, dass Matt Pettinger erstmal reingehen kann ins Angriffsdrittel. Kann den Puck sogar behaupten. Oh, und dann kommt der Pass zu Phil Dupuy nicht an. Schade, schade, das wäre gefährlich geworden. Dupuy da mit ganz viel Platz im Slot. Oh. Warum bewegt sich Caron da so? Was sollte sowas? Jetzt laufen wir wieder an einem Rückstand hinterher. Hallo, danke schön. So, Sertic. Mitchell! Boom! Im genauen Gegenzug! Adam Mitchell mit dem 3:3. Was ein Spiel hier! Und den Big hat er dazu auch noch ordentlich umgehauen. Adam Mitchell, 5. Saisontor. Vorlage von Marty Sertic und Morten Madsen. Ja, da hat er erst das Tor gemacht, bevor er den Goalie umgehauen hat. Alles regelkonform. Auch wenn es die Mitspieler der Kölner nicht freuen wird.
Garrett Festerling, meine Güte. Oh, oh. So, Matt Pattinger. Ah, bleibt hängen an der Verteidigung. Good solid pass and they can move ahead up that right wing. Save! Another try. Didn't get through. To fall. He moves that one ahead through center. So jetzt über sich behalten. He got his pad on it. Thomas Oppenheimer. Oh, da hat er doch beinahe den Sieg auf der Kelle. Ah, diesmal kommt der Pass von Clark nicht durch. Meine Herren und meine Herren. So, noch 40 Sekunden reguläre Spielzeit. Mal sehen, ob wir da noch was reißen können. So. Kevin Clark hat sich da wehgetan bei dem Check. Oh, 2 auf 1 Situation. Gefährlich. Oh, nee. Sehr gut gestört von Brad Festerling da. So, Matt Pattinger holt sich den Puck. Spielt auf Garrett Festerling. Die letzten 7 Sekunden laufen. Flag Hill! Oh Gott, ey. Gute Chance in letzter Sekunde, aber nach der regulären Spielzeit steht es 3 zu 3. Heißt, es geht in die Overtime. Oh shit, Leute. Oh shit. Meine Güte, was ein Spiel. Sicher geglaubten Sieg noch verschenkt. Die Kölner hatten bisher 4 Overtime-Situationen, scheinen die alle gewonnen zu haben. Nein! Fuck. Oh, da kommt der Pass zur Flagge nicht an, ey. Schöner Schussversuch von Brad Festerling, geht aber nicht an Big vorbei und der haut ihn über die Latte, also über die Absperrung. Abseits. Entschuldigt, dass ich ein bisschen ruhiger bin jetzt hier in der Overtime. Ich möchte mich ein bisschen konzentrieren und möglichst natürlich die 2 Punkte einfahren. Karon, Alter. Clark scheitert an Big. Lol. Wieso ist das jetzt kein... Ach scheiße, ist ja Hybrid-Icing. Warum hat mein Spieler da jetzt gerade in der Mitte einen Abgang gemacht gehabt? Oh, Garrett Festerling, ey. Eine Minute noch in der Overtime. Ich möchte nicht ins Shootout. Das geht nie gut für mich. Von daher muss das jetzt mal einer hier machen. Oh, Schubert, was machst du denn da? Ey, was soll der? Bullshit. Ja, genau, und jetzt gibt's eine Strafe für, willst du mich verarschen? Ist ja wohl ein schlechter Witz. Und Köln hat bisher 2 Powerplay-Tore gemacht. Das ist aber uncool.
Oh, Phil Dupree, ey. Cologne's recoiling here to Seltzer. Jetzt noch die letzten 20 Sekunden überstehen hier. Alter Schwede! Das war das Lattenkreuz oder sowas. Oh. Das war das Lattenkreuz gerade. Oi. War aber richtig gefährlich. Auch nach der Overtime steht es noch 3:3. Das heißt, es geht doch ins Shootout. Wollte ich eigentlich vermeiden. Oh, wie wir die ganze Zeit von Schüssen her dominiert haben, wa? Das ist ja nicht feierlich. So, Shootout. Zuerst steht hier Caron im Tor. Gegen Loktionov scheint er zu spielen. Loktionov gegen Caron. Caron bleibt Sieger. Auch mit viel Glück war das, glaube ich. Oder? Nee, der ging einfach nur daneben. So, jetzt Jerome Flake. Oh! Da bleibt Big Sieger. Jetzt Bertuzzi gegen Caron. Bertuzzi! Ich glaube an den Pfosten. Ja, an den Pfosten haut Bertuzzi den Spuck. Meine Güte. So, Kevin Clark gegen Big scheitert. Auch hier. Cavalier gegen Caron. Cavalier, glaube auch gegen den Pfosten. Meine Güte, was ist denn hier los? Der Pfosten rettet mir hier meinen Arsch. Und das nicht zu knapp. Oppenheimer scheitert ebenfalls wieder an Blick. Nun Johnson gegen Caron. Johnson macht das Ding. Verzögert da ewig lang gegen Caron. Und jetzt liegt's an Garrett Festerling. Und der scheitert. So eine Scheiße. Oh Mann, ey. Solange es über die 60 Minuten hinausgeht, bleibt mir das Glück einfach nicht hold. Das ist ja der Wahnsinn. Meine Güte, ey. Naja, Leute, macht ihr Maste nichts bei, wa? Am Freitag geht's weiter gegen die Düsseldorfer EG. Konnten wir unseren Platz halten? Statistiken, Tabellen. Ja, noch sind wir auf dem vierten Tabellenplatz mit 3 Punkten Vorsprung auf Nürnberg. Köln und Ingolstadt haben beide Playoff-Plätze sicher, wie mir scheint. Ja, genau, X steht für Playoffs qualifiziert. So, noch 7 Spiele haben wir. Ja, nee, da ist noch alles möglich, sag ich mal. Immerhin sind wir punktgleich mit mit München. Heißt, wir können uns noch in eine recht gute Ausgangsposition sichern. Das sehen wir aber alles am Freitag, wenn es da weitergeht. Leute, ich danke euch vielmals fürs Zusehen und wir sehen uns, ja, am Freitag wieder. Wenn es heißt Humble Freezers gegen Düsseldorf EG. Haut rein. Schöne Woche wünsche ich euch noch. Bis bald. Ciao.